Weiter geht's bei uns hier mit dem Grand Prix Spezial. Und die nächste, die hier am Start ist, das ist Isabel Wehr. Na klar, Welt, die kennen Sie. Und sie sitzt im Sattel von Don Johnson. Sie hat uns vorhin schon gesagt, sie war gestern ganz schön frech. Aber heute Morgen beim Training ganz brav. Und jetzt hören wir sie. Den Pferd, den sie heute mitgebracht hat, Zweitplatzierte in der Grand Prix-Kür. Isabel Wehr, Sie machen es mal wieder spannend. Sie haben zwei sehr spannende Pferde dabei. Erzählen Sie uns doch mal mit zwei Worten was zu diesen Pferden. Ja, wer das Feuer liebt, muss den Rauch auch mögen. Das ist so im Moment die klare Diagnose. Die gehen das erste Mal draußen und demzufolge, Laurenti hat mich gestern super, super überrascht. Der ging wirklich eine sehr gute Runde, obwohl er ganz grün ist. Heute war er ein paar Sachen ziemlich durcheinander. Das habe ich aber auch nicht so geschickt geritten. Das geht auf meine Karte. Don Johnson war heute gut in Schuss. Er ist natürlich immer so ein kleiner Frechtax. Das erste Mal draußen, dem fehlten Turnier. Das hatten wir in Mannheim geplant. Da hatte der aber leider eine Erkältung und konnte nicht gehen und das fehlt. Das hat er heute eindeutig und eindrucksvoll demonstriert, dass ich also allenfalls Co-Pilot maximal Stewardess war. Wenn Sie jetzt, der war da ja nun sehr energiegeladen, ne? Und Sie gehen ja auch bald wieder da rein in das Vierk, in die nächste WDM-Runde. Ja. Was ist das Fazit? 10 Minuten länger arbeiten, einmal mehr aufs Vierk? Nein, das Prinzip Hoffnung ist das Fazit. Nein, ich meine, das Pferd ist gut in Schuss. Der braucht, das muss man jetzt abwarten. Morgen, ich werde den morgen früh noch ein bisschen reiten. Morgen Mittag, aber wir machen nicht großartig was anderes. Ich hoffe auf seine Vernunft, dass er dann morgen sich nicht blamieren möchte. Don Johnson ist ja ihr, ich darf das sagen, ohne ihm weh zu tun, zweites Ass im Ärmel. Natürlich auch noch Bella Rose. Klar, Favoritin ist die Stute. Ja, die ist Favoritin, aber auch die hat sehr viel Temperament. Also meine nächsten Analysen und Aufgaben werden sein, das Temperament der Pferde in die richtigen Bahnen zu lenken. Und das scheint noch eine ordentliche Aufgabe zu sein für die nächsten 2 bis 3 Wochen. Dann wünschen wir dabei viel Glück. Vielen Dank. Das kann ich wohl gebrauchen. Danke. Ja, wir haben es gehört. Isabel Wehrt, gestern hatte sie einen sehr energiegeladenen Don Johnson unter dem Sattel. Das haben wir schon ab und an bei ihm gesehen. Und fast immer lässt sie dann in der zweiten Prüfung, also jetzt hier im Spezial, keine Punkte liegen. Und ich bin sehr happy, dass neben mir jetzt eine sehr erfahrene Dressurexpertin, Dressurrichterin sind, nämlich Katrina Wüst. Katrina, hallo, schön, dass Sie bei uns sind. Wie klappt das denn heute mit den beiden? Hat sie ihn heute besser unter Kontrolle, um es mal ein Tüdelchen so zu formulieren? Ja, das sieht man doch schon gleich von Anfang an, dass Isabel das nicht ein zweites Mal passieren wird, was ihr gestern passiert ist. Bisher ist er brav. Sie hatten noch so kleine Abstimmungsprobleme bei der ersten Passage. Da wollte er immer noch kurz zeigen, hier, ich mache mein Ding. Aber das hat sie doch jetzt gleich viel besser gemacht. Jetzt ihre Spezialität, die Traversalen, die sind doch schon sehr, sehr schön fließend. Ja, das ist ja wirklich was, was Sie fast mit jedem Pferd, oder ich glaube mit jedem Pferd, auf dem ich Sie gesehen habe, unglaublich gut hinkriegt. Diese Traversalen, was ist denn da Ihr Geheimnis? Ja, sie weiß, dass es auf die Kadenz ankommt, auf das Kreuzen. Das macht sie wirklich besonders gut. Oft sehen die Traversalen von der Seite ja nicht so schön aus, sondern von vorne hauptsächlich. Aber sie kriegt es von allen Seiten. Das ist immer gut. Und sie weiß, das ist ein Koeffizient. Die Lektion zählt doppelt. Und das ist natürlich sehr schlau, gerade einen Fokus auf diese Lektion zu legen. Aber auch jetzt ist er doch viel mehr bei ihr als gestern. Da hat er bis dahin schon mal 3 Sätze gemacht. Und heute weiß er, wie er seinen Job machen muss. Ja, sie sagte vorhin auch noch mal, Mensch, erstes Draußenturnier. Das ist immer so ein bisschen Wabonspiel. Ja, und dann gestern auch noch ein bisschen Regen und viel kühler, bisschen Wind. Das kam wahrscheinlich alles zusammen. Ja, der war gestern wie ein junges Pferd. Er puckelte da rum im Viereck. Also das war völlig ungewohnt. Aber heute ist er doch sehr relaxed und Passage mit guter Vorhandmechanik, hinten gut mit, auch jetzt der Schritt. Man sieht es, er lässt den Hals fallen, sie kann die Zügel lang lassen. Das ist ja ein ganz anderes Bild als gestern. Er hat wieder, weiß wieder, warum er auf der Welt ist. Jetzt der versammelte Schritt, er lässt sich gut zurückführen. Geht in die Piaffe, das ist ja sehr, sehr wichtig, dass da bis zum Schluss gelassener Schritt gezeigt wird und nicht die Pferde schon vorher anzappeln und anpiaffieren. Aber das war jetzt sehr, sehr gut. Sie kam toll da rein in den Takt, das ist ja wirklich schwierig, ne? Natürlich, da ist sie doch auch
sehr, sehr geschickt, das so zu timen, dass er genau da reinkommt. Und es gibt ja auch eine Note für die Übergänge, wie sie reinkommt in die Piaf und raus. Jetzt ist er so ein bisschen in sich schwankend, aber das sehen nur wir hier. Ich glaube, diese Richter von der Seite sehen das nicht so. Aber man sieht, sie kann die Zügel locker lassen, das Pferd trägt sich, das ist ein ganz anderes Bild als gestern. Viel mehr Gleichmaß jetzt auch der Galopp. Nach oben gesprungen. Und man sieht einfach, sie kann entspannt ihn vorne loslassen. Er ist schön im Rahmen. Das ist ja bei den ganzen Pferden von Isabel immer eins der wirklich wichtigen Kriterien. Die sind alle sehr, sehr schön im Rahmen. Nach rechts war es etwas flüssiger als nach links. Hier kommt sie aber auch sehr steil an, um den Wechsel vorzubereiten, aber die nach rechts war besser. Was hat Ihnen nach links nicht gefallen? Es fehlte so ein bisschen der Fluss. Mhm. Das sieht man auch, die Richter sehen da auch, sehen das ähnlich. Ein Zweierwechsel, schön nach oben gesprungen. Was er ja macht, macht er immer mit sehr viel Energie. Ne? Man muss halt die Energie in die richtige Richtung kriegen. Genau, gestern ging es absolut in die falsche, aber heute setzt er alles wirklich nach oben um. Und diese Wechsel könnten jetzt etwas gelassener sein. Isabel hat sie so ein bisschen durchgezaubert. Die waren ein bisschen kurz. Und das ist natürlich, wenn ein Pferd sich noch nicht ganz lässt im Rücken, dann kann da schon mal eine kleine, ein Energiestau kommen. Aber hier, jetzt kann sie ihm freie Bahn geben, nach vorne, aufwärts, schön. Sie ist ja mutig, sie reitet ja die Galoppverstärkung auch immer nach vorne. Sie weiß, da gibt es Punkte. Sie hat sie dann aber auch immer wieder zack am Punkt auf dem Hintern. Ja, aber die Pferde sind natürlich total durchlässig. Das ist auch in ihrer Kür. Sie reitet wirklich bedingungslos nach vorne und dann holt sie sie wieder zurück. Das war jetzt eine sehr gute Pirouette. Das ist auch eine weitere Spezialität von Isabel. Man könnte sie fast als die Mathematikerin des Vierecks bezeichnen. Alles, was doppelt zählt, reitet sie besonders gut. Das sind die Pirouetten, das sind die Traversalen im Trab. Also da auch hier wirklich gesetzte, ganz zentrierte Pirouetten. Das sind schon ihre Highlights. Die zweite hätte ein bisschen besser noch gestellt sein können für eine ganz, ganz hohe Note. Aber die erste war schon sehr gut. Der starke Trab, da hat sie alles rausgeritten, aber da hat es nicht so ganz geklappt mit der Rückführung. So ein kleiner Hackler drin. Ein bisschen übereifrig ist er schon noch, oder? Ja. Die Richter tun das entweder in den Übergang oder in den Trab, aber natürlich auch heute ist der zweite Tag erst im Freien, also das ist noch nicht die Routine, aber sie sagt sich natürlich auch, die Saison ist noch lang. Was soll er am Anfang schon gleich in Topform sein, den brauche ich im Sommer noch und man muss ein Pferd ja auch gut timen. Aber ich glaube, insgesamt kann sie mit ihrem Ritt sehr zufrieden sein. Das war doch eine ganz andere Nummer als gestern. Ganz anders, ja. Isabel Wehrt war das und John Johnson. Gestern war er hier bei uns im Viereck so ein bisschen in Richtung 3, 4, 5-jährig unterwegs. In echt hätte ich fast gesagt, ist er 13. Isabel Wehrt, Deutschland. Also ich glaube nicht, dass wir spekulieren müssen. Er wird hier die Führung ganz sicher jetzt übernehmen. Aber es kommen ja auch noch 4. So ist es denn ja nun auch wieder nicht. Wir haben aber inzwischen die Wertung natürlich nochmal alle hier nachgerechnet. Es liegt vorne weiterhin für Australien Brianna. Das Ergebnis von La Scala und Brianna Burgess wurde in der Zwischenzeit bestätigt mit 69,549%. Ja, und jetzt kommt eine Dame aus Italien. Man erkennt sie immer sehr schnell an ihrem Carabinieri-Outfit. Und das ist Valentina Truppa im Sattel von Eremo del Castagno. Und auch Valentina hat uns ein bisschen was erzählt. Ja,
In Nizza beim internationalen Dressurturnier Anfang April diesen Jahres belegten sie Latino. For a long, long time you are the number one dressage writer in your country, in Italy. Does that put you under pressure? No. For me it's a pleasure to be in this moment the best rider in Italy. There are other good riders, youngsters now that are growing up, but I'm trying to do my best for me and for them, for the dressage in our country. You are not only riding, you are also teaching. What's more fun? More fun, I think, riding, but I like to see my students coming up from juniors now to Grand Prix level. One of my students entered the Grand Prix special, the CDI3 today, so she was very happy, and I am very happy for her because she's riding my old horse. So it's two times for me, it's a reason to be happy. But I think in this moment I prefer riding. Your father is your